Mit einer ganzen Fülle von Projekten will die Stadt in den nächsten Jahren den Stadtteil Neuaubing-Westkreuz noch attraktiver, noch lebenswerter machen. Tatsache ist, das Quartier im Münchner Westen ist aktuell das größte Sanierungsgebiet in Bayern. Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung hat nun vor Ort eine Informationsveranstaltung mit dem Titel Mittendrin organisiert. Bei dieser informierten die MGS und Experten der Stadtverwaltung, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen und wie sich vor allem die Bürgerinnen und Bürger von Neuaubing und Westkreuz in den Veränderungsprozess einbringen können. Mit viel Schwung in den Veränderungsprozess. Mittendrin in Neuaubing-Westkreuz hat die MGS ein Zelt aufgebaut. Hier gibt es Infos aus erster Hand. Längst ist der Stadtteil ein aktives Zentrum. Das heißt, es gibt öffentliche Fördermittel für aufwertende Maßnahmen im Quartier. Und die Bewohner, selbst die Kleinsten, haben viele Wünsche und Ideen. Es ist ganz unterschiedlich. Also es gab die Anregung, einen dritten Weltladen mit der Kirche zu organisieren. Also die Kirche liegt direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ist für uns auch ein wichtiger Partner in dem Prozess. Dann kam der Vorschlag, ein Repair-Café, also wo die Leute mit kaputten Haushaltsgegenständen hingehen können, die dann da repariert werden können, oder eine Tauschbörse, ein Schattenplatz. Also es kamen wirklich ganz unterschiedliche Ideen. In den nächsten Jahren sollen hier vor allem die Freiräume verbessert und mehr barrierefreie Verkehrsflächen geschaffen werden. Schon jetzt bietet die MGS kostenlose Energieberatungen für Hausbesitzer und Eigentümergemeinschaften an. Auch die Stärkung des Einzelhandels wird vorangetrieben. Die zwei wichtigen Projekte sind in meinen Augen der Neubau des Paul-Ottmann-Zentrums und der Neubau des Einzelhandelszentrums in der Wiesenfelserstraße, weil das zwei Punkte für diesen Stadtteil sein können, die auch als Punkte dienen, damit die Bevölkerung auch während oder auch nach den Geschäftszeiten sich trifft und hier ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann. Und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind von Anfang an in die Sanierung ihres gesamten Stadtteils mit einbezogen. Seit 2012 bereits sind sie an den vorbereitenden Untersuchungen zur integrierten Stadtteilentwicklung beteiligt. Mit großem Engagement. Für die Bürger vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich an den verschiedenen planerischen Überlegungen zu beteiligen, sich einzubringen. Des Weiteren haben wir einen sogenannten Verfügungsfonds. Dort kann jeder Anträge stellen für Projekte, die er gerne im Stadtteil durchführen möchte. Diese Projekte sollten dazu dienen, Menschen zusammenzubringen oder auch Planungsideen zu entwickeln oder auch konkreter werden zu lassen. Aktiv mitgestalten in Neuaubing-Westkreuz ist das längst Realität. Wer nicht dabei war, kann auch online seine Meinung sagen unter www.neuaubing-westkreuz.de. Oder informieren Sie sich in den zwei Stadtteilläden der MGS, in der Friedrichshafener Straße 11 und in der Limesstraße 111. Wenn wir weiter nach Westen gehen, das Paul-Ottmann-Zentrum, da ist ja der Wettbewerb jetzt gelaufen.